ich will Leute möglichst schnell ans Laufen kriegen. Ich will die Leute auf die Position bringen, wo ich eine offene Position habe. Deswegen ist so ein Skill-Based Recruiting, glaube ich, ein sehr guter Ansatz. Ist tatsächlich so, dass die Suchen immer ausgefeilter werden. Sobald eine bestimmte Schwelle und bestimmte Skills erfüllt sind, schicke ich die Einladung automatisch raus. Dann kann ich im Prinzip nach der Bewerbung, 10 Minuten später, könnte ich im Prinzip eine Einladung zum Video-Interview haben. Nichts geht mehr ohne Technologie im Recruiting. Aber wo stehen wir da aktuell? Was sind die großen Entwicklungen und welche Beiträge liefert das Thema KI jetzt schon? Das und auch der sehr, sehr spannende und gerade trendige Skill-Based Recruiting-Ansatz soll heute unser Thema sein. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Es handelt sich um Ingolf Tetz, Mitgründer und seines Zeichens seit 2014 CEO von Milch und Zucker. Ingolf verantwortet den Bereich Technologie und Software und ist oftmals beteiligt in Einführungsprozessen der Recruiting-Suite B-Suite. Das heißt, er kann aus dem FF plaudern, wenn es darum geht, wie Arbeitgeber Technologie einsetzen. Er ist nicht nur begeistert für Technologie, sondern er arbeitet auch mit an einem HR-Board, was international versucht, HR-Datenstandards zu definieren. Insofern genau der richtige Gesprächspartner für unser spannendes und tiefes Thema. Willkommen bei HR Snacktime, dem Videopodcast powered by Embrace Festival. Und da sind wir jetzt zusammen. Hallo Ingolf, Ingolf Tetz von Milch und Zucker hier bei HR Snacktime. Ich grüße dich, Ingolf. Grüß dich, Christoph. Super. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns heute mal zu sprechen. Wir wollen uns ja um das Thema HR-Tech im weitesten Sinne kümmern. Und da gibt es ja so verschiedene Dinge, über die wir sprechen können. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend für alle, die uns zuschauen und zuhören. Aber bevor wir da ein bisschen in die verschiedenen Details gehen, wir wollen so ein bisschen über KI sprechen und auch andere sehr spannende Ansätze, würde ich gerne mal von dir als Spezialist in dem Feld so einen kleinen Überblick haben. Ich weiß, das ist ein bisschen sportlich und da kann man wahrscheinlich auch ein ganzes 5-Stunden-Video zu machen. Aber vielleicht kriegst du das hin, uns so kurz knackig zu sagen, wo stehen wir denn? Wo sind die wirklich angewandten Technologien, die im Recruiting vor allen Dingen jetzt schon richtig gut weiterhelfen? In erster Linie sind da natürlich irgendwelche Matching-Ansätze oder sowas zu sehen, wo du halt dann eine maschinelle Vorsortierung bekommen kannst von Bewerbenden. Mhm. Da muss man eigentlich auch immer dazu sagen, es lohnt sich natürlich nur, wenn ich auch eine gewisse Anzahl habe. Mhm. Also wenn ich irgendwo eine gewisse Masse habe, die ich auch sortieren muss. Wenn ich nur 3 Bewerbungen habe, muss ich nicht viel sortieren. Mhm. Die kann ich mir alle so ansehen. Da ist es dann wichtiger vom Technologieansatz her, dass man den Bewerbern und den Bewerbenden das so einfach wie möglich macht. Mhm. Sprich solche Sachen wie CV-Parsing oder Eingangskanäle über WhatsApp, SMS oder sowas vereinfacht. Bewerbungsformulare möglichst verkürzt. Trotzdem dann hinterher in der Lage ist, mit strukturierten Daten zu arbeiten. Das sind so die Ansätze da an der Stelle. Und wie gesagt, in dem anderen Bereich, wo ich tatsächlich noch ein paar mehr Bewerbungen habe, ist alles, was den Bewerbungsprozess so automatisiert, dass der Funnel so schnell wie möglich so zugeht, dass ich mit den letzten 3, 4 Bewerbenden dann so arbeiten kann, dass ich auch wirklich Zeit in die reinstecken kann. Das sind so die Hauptaspekte im Moment. Mhm. Und das sind ja die Ansätze rund um die Bewerbungsabgabe und die Bewerbungsadministration, die du da nennst. Wie sieht's aus im Bereich Suche? Also der Kandidat sucht die Stelle oder? Sowohl oder als auch. Also letzten Endes, das alles bevor also da, zu einer Bewerbung kommt. Ja. Also da ist tatsächlich so, dass die Suchen immer ausgefeilter werden. Und zum Beispiel mit seinem Lebenslauf suchen kann. Also ich lade den Lebenslauf hoch, bekomme dann die entsprechenden Ergebnisse. Mhm. Oder gebe meine Skills und Fähigkeiten an und kann dann entsprechend Suchergebnisse bekommen. Und ich glaube, dieses ganze Skill-Thema, da kommen wir vielleicht später auch nochmal ein bisschen genauer drauf. Das spielt auch bei der Suche nach Kandidaten in Business-Netzwerken und sowas eine immer größere Rolle. Und dafür muss ich aber natürlich gewahr sein, was ich überhaupt haben will. Also was für Fähigkeiten sind gefragt für die jeweilige Position und Ähnliches. Da muss ich mir Gedanken dann sehr früh bei der Definition dieser Position machen. Mhm. Wenn ich die mir gemacht habe, mache ich es aber auch den Kandidaten leichter, da jeweils was zu finden. Okay, danke. Also das sind so grundsätzlich erstmal die Stoßrichtungen, in die Technologie jetzt sich bewegt und hier Unterstützung leistet. Das heißt, wir haben so Automatisierungsthematiken, wir haben Individualisierungsthematiken und wir haben im Grunde auch Vereinfachungen in vielen Fällen, wenn ich das recht verstanden habe. Also da läuft es eigentlich immer hinaus. Mhm. Sei es eine automatisierte Einladung rausschicken, Termin ist vorher definiert und ich kann dann dadurch im Prozess den Termin, sobald eine bestimmte Schwelle und bestimmte Skills erfüllt sind, schicke ich die Einladung automatisch raus. Dann kann ich im Prinzip nach der Bewerbung, 10 Minuten später, könnte ich im Prinzip, wenn das vordefiniert ist, eine Einladung zum Video-Interview haben. Mhm. Kann man inzwischen den Prozess sehr stark beschleunigen, wenn man das denn möchte. Das ist ein Punkt, der natürlich allen Beteiligten hilft. Wir wissen auch, dass im Recruiting auch oft derjenige, der am schnellsten ist, am erfolgreichsten ist. Insofern ein wichtiger Punkt und die Kandidaten lieben das. Insofern ein wichtiger Aspekt. Wenn ich jetzt so über ein Technologie
nachdenke, dann hat man in vielen Fällen so die Fragestellung, wie bringt man Technologie zusammen? Du hast ja jetzt viele verschiedene Aspekte, viele verschiedene Systeme teilweise, aber die müssen ja irgendwo miteinander harmonieren und letzten Endes dem Kandidaten auch dienen. Stichwort Standardisierung. Wie weit kann man das standardisieren im Recruiting-Kontext und wie weit sind wir da in Deutschland? Also es gibt da tatsächlich Ansätze, eigentlich die Kommunikation zwischen den Systemen zu standardisieren oder da standardisierte Protokolle für zu haben. Ich selber bin auch seit Jahren in einem Board von einem Standardisierungsgremium, HR Open nennt sich das. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass die Adaptierung auch in Deutschland noch relativ gering ist. Bisher versucht jeder irgendwie so seinen eigenen Brei da zu kochen und sein eigenes Gericht. Und das heißt, man hat, wenn man mit N-Partnern sein ATS oder Bewerbermanagementsystem koppeln will, meistens auch mindestens N-Schnittstellen, was diesen ganzen Teil nicht einfacher macht. Das ist dann wirklich so eine Schnittstellenschlacht, in die man da gerät ganz schnell. Deswegen habe ich die Hoffnung da auch noch nicht ausgegeben, dass die Arbeit, die wir da machen im Konsortium, auch wirklich irgendwann mal Früchte trägt. Aber es ist schon noch ein dickes Brett, was wir da bohren müssen. Ja. Na, andererseits sieht man ja, dass LinkedIn doch immer mehr die zentrale Anlaufstelle für Karriere Themen wird und vielleicht ist ein LinkedIn-Profil irgendwann auch quasi das Standardmodell für eine Bewerbung, für ein CV. Wenn LinkedIn dann ein bisschen offener wird gegenüber allen, dann ja, das sind immer mal so Bestrebungen, mal werden sie, öffnen sich wieder ein bisschen mehr, mal verschließen sich wieder, weil sie dann ihre eigenen Produkte verkaufen möchten stärker. Das ist immer so eine spannende Frage. Auch will man das, ehrlich gesagt, dass man alles von einem Marktteilnehmer abhängig Absolut. Macht? Da bin ich ein bisschen skeptisch. Also meine Traumvorstellung wäre eher, man hat so ein LIA nennt sich das, so ein Learning Experience Record, den hat man auf einem Wallet, auf dem Handy und da gebe ich frei, wem möchte ich das denn eigentlich zur Verfügung stellen, welchem Arbeitgeber oder welche Daten davon, aber ich habe die Hoheit darüber und nicht unbedingt Microsoft oder LinkedIn. Das wäre so ein dezentraler Ansatz, wo halt die Jobsucher im Grunde die Kontrolle behalten und dann, wie du sagst, die einzeln freigeben können, aber es einen Standard gibt im Grunde, dass alle miteinander kommunizieren können. Genau. Spannend, ja. Da gibt es Ansätze wie zum Beispiel Velocity Network und solche Marktteilnehmer da, aber wie gesagt, das ist alles noch sehr, sehr am Anfang. Ja. Bedeutet auch, dass Universitäten da stärker auf elektronischem Wege ihre Daten rausgeben müssen über Abschlüsse und Ähnliches. Langer Weg. Ja, aber da wäre natürlich ein lohnendes Ziel am Ende dieses Weges und vielleicht schaffen wir das ja, weil wir sehen natürlich, dass, wie du sagst, wenn man jetzt die Unternehmensseite, die Arbeitgeberseite sieht, dass oft eben eine sehr, sehr vielfältige Systemlandschaft entsteht und das Brüche gibt und das nicht einfacher macht, auch das Thema Tracking, was darunter leidet oder auch im Zweifel auf die Experience Fall, der Kandidaten. Also insofern würden alle von profitieren. Das ist aber ein Spezialthema, will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen, sondern ich will mit dir über eins der Themen sprechen, die natürlich so ein ganz großes, ja, eine große Bühne haben in den letzten Monaten und Jahren, das Thema KI. Ist immer eine super Headline, aber mal konkret, wo stehen wir denn im Bereich Personalgewinnung und KI jetzt aktuell? Wo wird es schon konkret hilfreich? Also hilfreich wird es halt bei all solchen Dingen im Vorfeld, so wie Chatbots und Ähnliches, die immer besser werden, die auch immer leichter und schneller zu trainieren sind. Also gerade seit generativer AI quasi am Markt ist, kann ich so einen Chatbot, der auf eine bestimmte FAQ nur guckt und auch wirklich nur diese Daten nimmt und nicht anfängt, so rumzufantasieren, weil das möchte man ja nicht unbedingt, wenn Kandidatin oder Kandidat sich mit dem unterhält. Da ist KI einsetzbar. KI ist einsetzbar, wenn man vorher genau definiert hat, was für eine Stellenanzeige man denn haben will beim Generieren und Schreiben der Stellenanzeige, kann die sehr stark und gut unterstützen. Das sind alles Sachen, die sind recht, sage ich mal, ungefährlich. Was ich vorhin sagte, so bei der Jobsuche kann es helfen. Das heißt, wenn die eine KI bei der Suche hilft, muss die verstehen über so ein NLU, also Natural Language Understanding, was ist denn eigentlich oder was steht in der Anzeige eigentlich drin? Was kann die Kandidatin oder der Kandidat und wie kann ich das übereinander bringen und dann kann ich Stellen vorschlagen. Wenn es dann nachher Richtung CVs geht und sowas oder Lebensläufe sortieren, Rangfolgen festlegen und so, da wird es dann ein bisschen dünner. Wird man auch sehr, sehr aufpassen müssen, gerade in Europa. Stichwort EU AI Act, der jetzt gerade verabschiedet wurde. Da sollten wir gleich dazu sprechen. Da haben wir noch eine Menge vor. Ja, genau. Definitiv. Aber das sind so die Bereiche, wo wir auch im Moment in unserem Produkt in der B-Side KI einsetzen. Genau. Wir haben so eine kleine Abteilung, die das macht seit 2017. Da haben sich gute Sachen daraus entwickelt. Weil das würde mich auch wirklich Arbeit sparen. Die konkrete Anwendung. Du hast ja gerade gesagt, euer Applicant Tracking System, also die B-Side, ist ja in der Lage, auch mit KI
KI-Sachen zu arbeiten. Welche von diesen Elementen habt ihr da schon drin? Also wir haben einen Chatbot, den man optional davor schalten kann. Wir haben eine AI-Writer, nennt sich das Teilprodukt oder das Modul bei uns, das einen unterstützt, wenn man einen sauberen Jobtitel hat, wenn man die Anforderungsprofile sauber definiert hat von der Stellenanzeige, dann wirklich unterstützt, den Text zu schreiben, der dann nachher rausgeht. Kann eine Menge Zeit sparen, wenn man da nicht so der super Kreative ist, weil es da eigentlich nur ein Knopfdruck ist, da an der Stelle. Und wir haben erste Ansätze tatsächlich zum Vorsortieren. Mhm. Wir machen aber eigentliche Auswahl oder das eigentliche Matching im Moment noch regelbasiert, weil wir der Meinung sind, dass da an der Stelle auf keinen Fall irgendwie ein Blackbox-Verfahren zum Einsatz kommen sollte. Das ist sicherlich das große Risiko, dass man immer nicht mehr weiß, wie wird überhaupt eine Entscheidung getroffen, und solange bleibt ja sozusagen bei solchen Wenn-Dann-Verknüpfungen, also solche einfachen Regeln. Ja, die kann man tief schachteln. Ja. Da kann man wirklich recht komplizierte Entscheidungsbäume dahinterlegen, aber man kann denen quasi eigentlich linear noch durchfolgen. Ja. Das ist sicherlich wichtig, weil die Transparenz auch in Hinsicht, Hinblick auf die Kandidaten, dass die wissen, warum ihr oder der Arbeitgeber eine entsprechende Entscheidung getroffen hat oder man das auch im Zweifel gerichtsfest nachweisen könnte, ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ja, sehr spannend übrigens für alle, die uns jetzt zuschauen oder zuhören und mehr wissen wollen über B-Side und das, was Milch und Zucker generell macht. Natürlich hier in der Beschreibung findet ihr den Link sowohl zum Ingolf, zu seinem LinkedIn-Profil, als auch zu Milch und Zucker. Insofern, da erfahrt ihr gerne mehr. Und bleibt auf jeden Fall dran, denn Ingolf liefert auch gleich noch mehr. Wir wollen noch ein bisschen sprechen über KI. Vielleicht ist das ganze Thema nämlich bald wieder nicht am Ende, aber in einer gewissen Sackgasse hier in der EU. Da gibt es eine Regulierung vor der Tür und da wollen wir gleich sprechen, über was das bedeutet. Und dann wollen wir auch noch sprechen über das wichtige und spannende Thema Skill-Based Recruiting. Freue ich mich schon drauf. Deshalb bleibt dran. Bis gleich geht's weiter hier mit HR Snacktime und Ingolf Tietz. Wir sind zurück mit Ingolf Tietz von Milch und Zucker zum Thema HR Tech, Recruiting Tech, und wir sind gerade mittendrin im Thema AI, künstliche Intelligenz. Ist natürlich ein Thema der Stunde, aber die EU hat was auf den Weg gebracht oder ist dabei, etwas auf den Weg zu bringen, diese AI Act, eine Regulierung, und ich glaube, du verfolgst das sehr intensiv, Ingolf. Was kann das für uns bedeuten? Was kann das im Recruiting bedeuten? Schlägt uns das vielleicht alle Türen zu oder wie muss man das bewerten? Also der EU AI Act wird uns nicht alle Türen zuschlagen, also das wird nicht passieren. Gut. Aber es werden neue Behörden entstehen. In dem Moment, wo CVs sortiert werden, Auswahl getroffen wird im Personalbereich, bewegen wir uns im sogenannten High-Risk-Bereich für die Anwendung von KI. Und das bedeutet, dass man sehr genau nachweisen muss, was für Trainingsdaten hatte man, wie funktioniert die KI. Und man muss die durch eine Behörde im Prinzip mit einem Sandboxing quasi zertifizieren lassen. Was ist ein Sandboxing? Dass die EU oder die Behörde in Deutschland das entsprechend ausprobieren kann mit Testdaten, dass nachvollziehbar ist, dass die Ergebnisse, die da rauskommen, auch wirklich nachvollziehbar und korrekt sind. Ah, okay. Denn man kann sich vorstellen, also das gibt es wie so eine Pyramide aufgebaut von den... Wir blenden das hier mal ein, da habt ihr ja eine schöne Folie dazu. Ja. Da könnt ihr auch, wenn ihr uns hier zuschaut, vielleicht mal ein Standbild machen, euch das in Ruhe durchlesen, aber ich will gern, dass der Ingolf natürlich dazu uns weiter Informationen gibt. Genau, da sieht man ganz oben der Bereich, der überhaupt nicht erlaubt sein wird. Das ist sowas wie Social Profiling, wie Gesichtserkennung und Ähnliches. Schädeldeutung, natürlich, ja, und so. Genau, da gibt es, ja, aber auch also aus weiter Entfernung zu sagen, das ist der Christoph, wenn du am Flughafen aussteigst, aus dem Flieger oder sowas. Das wird natürlich den Sicherheitsbehörden teilweise vorbehalten erlaubt sein, aber privatwirtschaftlich und privat überhaupt nicht. Und dann kommen wir aber schon zur zweiten Ebene und da fallen dann tatsächlich viele Dinge aus Recruiting und HR. Das ist der High-Risk-Bereich, genau. Und da ist alles, was irgendwie den Zugang zu Bildungsinstitutionen, aber auch den Zugang zum Arbeitsmarkt, Karrierechancen und Ähnliches irgendwie beeinflussen kann, wird darunter fallen. Diese Anwendungen unterliegen einer besonderen Kontrolle und einer besonderen Freigabe. Das heißt, nicht jeder kann einfach dann hergehen und ich habe jetzt hier meine eigene KI trainiert, mein eigenes Matching gemacht und mache ich meine Personalauswahl. Das kann dann auch ein sehr teures Unterfangen werden. Die EU hat so ein bisschen nach dem Vorbild der DSGVO dann gesagt, bei Konzernen 7% des weltweiten Jahresumsatzes, sowas gibt es dann als Strafe oder 35 Millionen. Das sind schon ganz ordentliche Summen, die da rumstehen und deswegen wird man da auch, sag ich mal, auch von der Herstellerseite natürlich sehr, sehr vorsichtig sein und wie auch wir werden dann sehen, dass wir unsere Anwendungen dann entsprechend dann zertifizieren lassen. Aber bis dahin ist noch ein Weg, das muss erstens noch nationales Gesetz werden. Okay. Und zweitens muss diese Behörde noch aufgebaut werden. Die gibt es noch gar nicht. Gibt es da eine Timeline? Gibt es da eine Aussicht, wann das ungefähr starten wird? Also wenn man das ein bisschen, glaube ich, mit der DSGVO vergleicht, dann würde ich jetzt so mit 2 bis 3 Jahren rechnen.
wie das noch dauert. Kann auch viel schneller gehen, weil ich glaube, der Druck erhöht sich da im Markt, weil immer mehr Anwendungen auf den Markt drängen und die nationalen Staaten oder die Europa da eigentlich handlungsfähig bleiben muss. Ja. Und man ja eigentlich wollte, dass man einen eigenen Markt schafft für KI in Europa. Man versucht das jetzt so ein bisschen durch Abschottung, durch Regulation zu machen. Wenn die Trainingsdaten von Systemen außerhalb Europas halt nicht den Anforderungen gerecht werden, dann kriegen die halt in Anführungsstrichen keine Zulassung. Mhm. Aber das ist noch sehr, sehr offen, was da denn eigentlich passieren wird. Dein Hinweis war gut in Richtung DSGVO. Also auch das haben wir alle noch so in Erinnerung. Das hat man auch überstanden. Am Ende klingt es manchmal auch schlimmer, als es ist. Aber wahrscheinlich ist so der Schlüssel, wie du es ja auch gesagt hast, so dass Arbeitgeber darauf setzen, alles nachvollziehbar zu machen, transparent zu sein. Dann, glaube ich, kann man das auch bewältigen. Dann kann man das bewältigen und dann kann man solche Techniken auch einsetzen dann. Ja. Aber man muss halt entsprechend dann, vor allen Dingen die Trainingsdaten müssen dann halt sauber sein. Okay, nee, guter Hinweis. Lass uns noch zu einem anderen Thema kommen. Das hat natürlich auch mit Technologie zu tun. Wo der Bezug ist, würde ich dich gleich fragen. Aber das ist ein Thema, hatten wir vorhin schon mal als Stichwort drin, nämlich das Skill-Based Recruiting. Diesen Ansatz weiß ich, dass du dich da auch drum kümmerst und das verfolgst. Ich finde das sehr spannend. Vielleicht kannst du uns und unseren Zuschauern nochmal sagen, was hat es damit auf sich und wo ist dann die Schnittmenge mit Recruiting-Technologie? Es ist so ein bisschen das Gegenstück zum Hire for Attitude. Mhm. In dem Fall ist es wirklich Hire for Skill. Mhm. Ich will Leute möglichst schnell ans Laufen kriegen. Ich will die Leute auf die Position bringen, wo ich eine offene Position habe. Und es gibt natürlich auch genügend Berufe, wenn ich einen Software-Engineer brauche und der hat keine Kenntnisse in Software-Engineering, dann bringt das nicht viel, dass ich den einstelle, wenn ich den erstmal 2 Jahre noch ausbilden muss. Und dann ist er meistens schon wieder weg. Deswegen ist so ein Skill-Based Recruiting, glaube ich, ein sehr guter Ansatz. Was aber nicht das Entscheidende ist, dann, dass man halt einfach denkt, okay, ich brauche jetzt einen Informatiker oder sowas, sondern wirklich sehr, sehr spezifisch runterbricht pro Position, was sind die Anforderungen da eigentlich? Und das genauso versucht, von den Kandidaten abzufragen. Entweder über Assessments oder halt, dass die Angaben dann sehr spezifisch sind in der Bewerbung. Mhm. Und da ist dann halt nicht mehr so der klassische Lebenslauf das entscheidende Kriterium, sondern das, was ich vorhin schon mal so als Buchstaben in den Raum geworfen habe, dieses LER, das ist dieser Learning Experience Record. Das ist im Prinzip, wenn man das so ein bisschen salopp sagt, so von, ich habe im Kindergarten gelernt, einen Weihnachtsstern zu basteln, bis ich habe im Altersheim neue Bridge-Regeln gelernt. Das könnte alles in diesem LEA im Laufe meines Lebens dann stehen. Und mit dem könnte ich mich dann sozusagen bewerben. Okay. Auf der anderen Seite brauche ich halt Systeme, die das entsprechend dann natürlich auch auslesen können. Aber das ist wirklich ein anderer Ansatz, als über den Lebenslauf zu gehen. Müssten da nicht auch die Bewerber mitmachen? Weil am Ende ist es so, wenn die weiterhin sozusagen biografische Lebensläufe abschicken, dann kannst du wenig Skill-Based daraus ziehen, oder? Das stimmt. Erstaunlicherweise haben viele Absolventen inzwischen eigentlich einen sehr guten Ansatz dazu. Und dann müsste man das Ganze umstellen. Es gibt bei fast allen Hochschulabsolventen auch in Deutschland, die hier kriegen so einen sogenannten Transcript of Records. Mhm. Da steht alles drin, was man in der Uni gemacht hat, welche Kurse man belegt hat, wie gut man da drin war, was der Inhalt war. Also das ist nicht nur, das ist Mathematik oder Analysis 1, sondern da steht auch drin, was genau da gemacht wurde. Ja. Oder in der Psychologie, welche statistischen Methoden ich gelernt habe oder in der Wirtschaftslehre oder sowas. Und das wäre eigentlich schon der idealer Startpunkt. Das Ding verschwindet bloß im Moment einfach sozusagen wieder in der Schublade. Mhm. Stattdessen gebe ich dann einen Lebenslauf ab, wo ich dann sage, ich war aber auch 2 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr. Eigentlich ist schon sehr viel da. Wir müssen bloß so ein bisschen so ein Mindshift hinkriegen bei allen Beteiligten. Aber auch das, was ich vorhin sagte, sind so die Bretter, die man noch bohren muss, um da einfach aber dann auch eine bessere Passung hinzukriegen auf Dauer. Verstehe. Vielleicht nochmal mit Bitte um ein ganz kurzes Statement. Ist der Ansatz Skill-Based Recruiting wirklich der Widerspruch zu Hire for Attitude? Nee, ist er nicht wirklich, aber ich wollte so ein bisschen provokativ mal sagen. Also nur für Attitude zu hiren bringt, glaube ich, auch nicht viel. Mhm. Die Attitude muss aber auch da sein. Also man braucht im Prinzip eigentlich beides in Zukunft. Auch wenn man sieht, dass die Verweildauer von Arbeitnehmern in Unternehmen immer kürzer werden. Mhm. Das heißt aber auch, dass natürlich dieses Upskilling innerhalb eines Unternehmens nur noch auf die Spezialitäten des Unternehmens gehen kann und nicht mehr auf generelle Sachen. Ja, und um das eben hinterher rauszufinden, matchen zu lassen, dafür braucht es dann wieder Technologie, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass sozusagen da schließt sich der Kreis. Das führt mich auch zu meiner Schlussfrage. Vielen Dank, Ingolf. Wir wollen noch mal kurz gucken auf die aktuelle Entwicklung. Milch und Zucker ist ja seit langem auch ein wichtiger und bekannter Player im deutschsprachigen Markt, was Recruiting, Employer Branding angeht. Und ihr habt seit 2024 einen großen Schritt gemacht. Ihr seid Teil von Embrace geworden. Welchen Beitrag bringt ihr denn in die Embrace Family ein und was wird auch in dieser Zusammenarbeit sozusagen an einem verbesserten Angebot für die Arbeitgeber da draußen entstehen?
Also Embrace will wirklich ein HR-Tech-Ökosystem aufbauen. Mhm. Das ist die Zielsetzung vom Gero, auch von mir. Deswegen haben wir zusammengefunden. Mhm. Wir haben uns vor, glaube ich, 1,5 Jahren, seit langem, ich kannte Gero schon aus der Bertelsmann-Zeit, mhm. in einem Podcast mal wieder getroffen. Und da ist quasi eigentlich der Samen gelegt worden im Saatkorn-Podcast, ja. dass wir zusammengefunden haben. Und wir sind jetzt tatsächlich auch der Lead für dieses ganze HR-Tech-Thema. Wir sind die erste größere HR-Tech-Akquisition, was Zielgruppenagnostik angeht, also sprich Grundlagen. Technologie für den ganzen Recruiting-Bereich und da wird dann in den nächsten Jahren hoffentlich noch mehr dazukommen. Ja. Organisch wie auch anorganisch. Aber wir haben vor, da ein sehr gewichtiger Player zu werden gemeinsam. Die Voraussetzungen sind gut. Auf jeden Fall Tech-Kompetenz bringt ihr ein. Das, glaube ich, wird richtig spannend. Und ja, der Gero ist ja auch bekannt dafür, dass er sich auch sehr um HR-Startup und Tech-Ansätze kümmert und dafür interessiert. Also sehr, sehr spannende Zusammenarbeit. Ich drücke euch dafür die Daumen. Ich glaube, das wird eine große Sache. Ich kann nur sagen, für den Moment vielen Dank, Ingolf. War ein spannender Talk. Wir haben ja hier bei HR Snacktime die Anforderung, dass wir es auch nicht zu lang machen. Ich habe aber richtig Lust auf noch mehr. Also du hast so viel Tech-Wissen und es sind so viele Entwicklungen, die sich auch mal schnell entwickeln. Deshalb, ich würde nicht ausschließen, dass wir das wiederholen, oder? Gerne, super gerne. Und danke, dass ich da sein durfte. Selbstverständlich, herzlich gern. Danke, Ingolf Tetz, Milch und Zucker. Alles Gute. Und wenn euch das hier gefallen hat, dann lasst mal ein Like da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, damit ihr solche spannenden Talks wie mit dem Ingolf in Zukunft häufiger sehen könnt. Also, alles Gute, macht's gut, bis bald. Wir sind raus aus diesem Talk. So, wie ihr gehört habt, das war's für diese Runde HR Snacktime, diesmal mit Ingolf Tetz. Wir sagen danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir danken natürlich unserem Sponsor, der diese Videos möglich gemacht hat, Embrace Festival.